Willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar gibt es mal wieder ein Currently Reading. Und zwar bin ich, ist zwar gerade mal Anfang November, aber ich lese schon eine ganze Menge. Und zwar lese ich gerade Der Kinderdieb von Bonn. Da bin ich auch eigentlich schon verhältnismäßig weit. Das lese ich zusammen mit der lieben Katie. Ich versuche mal zu denken, sie vielleicht mal in der Infobox zu verlinken. Und ja, wir kommen da eigentlich ganz gut voran. Das ist sehr spannend eigentlich bislang. Und ja, wie soll ich sagen, das ist teilweise etwas brutal. Vielleicht nicht um was für Leute mit schwachen Nerven. Also es geht schon teilweise an die Ekelgrenze, wie ich finde. Ja, aber trotzdem, also ich finde die Story halt interessant, so von dieser, das ist ja so eine Peter Pan-Nacherzählung. Den Original Peter Pan habe ich nie gelesen, ich kenne nur den Film von Disney. Ja, es ist aber auf jeden Fall eine sehr düstere Version. Deswegen, ja, aber bislang auch sehr spannend. Genau. Und ach ja, genau. Dann habe ich noch mein Jahresendprojekt, Monatsprojekt, ich weiß nicht. City of Heavenly Fire von Cassandra Clare. Der sechste Band der The Mortal Instruments Serie. Den lese ich allerdings als E-Book, weil mir das Buch einfach viel zu fett ist. Da bin ich noch nicht so weit gekommen, weil ich das nur so ab und zu zwischendurch lese momentan. Und ja, da bin ich jetzt auf Seite 100. 100. Also auch vergleichsmäßig weit. Also das Ding hat 600 Seiten, 700 Seiten. 720 Seiten. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob das diesen Monat noch was wird. Aber ich wollte mich da jetzt noch nicht stressen, ich wollte es bis Ende des Jahres gelesen haben, da habe ich ja noch den ganzen Dezember. So, dann habe ich noch ein kleines Buch, was ich auch schon, glaube ich, Ende letzten Monats angefangen habe. Und zwar New York Diaries Claire. Das ist der erste Band der New York Diaries Reihe. Der ist von Ellie Taylor und Ellie Taylor ist an Freitag. Also das Pseudonym. Und ja, das hat mich halt, das hat ich halt schon auf der Buchmesse reingelesen. Ich hatte es halt vorher schon auf meinen Schirm, aber ich habe es da halt reingelesen und fand ich halt so lustig. Ich dachte, das ist mal wieder so ein leichtes, knuffiges, lustiges Buch für so zwischendurch. Also erinnert mich so ein bisschen an Sophie Kinsella. Ja, da bin ich auch schon so weit. Das lese ich halt, wenn ich irgendwie sonst nichts mehr gebacken kriege. Das ist also wirklich für so, wenn ich mal irgendwas Knuffiges nebenher lesen möchte. So, dann habe ich noch ein Buch angefangen. Jetzt werden wahrscheinlich einige staunen. Champion von Marilou. Da stand schon ungefähr seit 50 Jahren auf meiner Leseliste. Das habe ich dann wieder runtergeschmissen. Ich wollte eigentlich die Serie dieses Jahr noch beenden. Und jetzt hatte ich dazu gegriffen heute. Und ich muss sagen, es hat mich irgendwie gleich wieder in seinen Bann gezogen. Hier schon auf fast Seite 100. Ist einfach so interessant. Und ich liebe die Charaktere so. Also bei mir hängt ja diesen, ja, also steht und fällt ein Buch mit den Charakteren. Also wenn ich die Charaktere mag, liebe ich das Buch meistens. Wenn ich die Charaktere nicht leiden kann, geht mir alles auf den Keks. Auf jeden Fall. Ach ja. Die Serie ist so knuffig. Ja, aber ich muss die mal endlich beenden, damit ich mit Young Elites weitermachen kann. Das ist ja auch von Marilou und also im Inhalt sehe ich hier lieber nichts mehr. Also in Legend geht es ja um Day und um June und das wird auch immer aus abwechselnd aus der Sicht von dem Jungen oder dem Mädchen erzählt. Und ja, also sie gehört eigentlich zur Republik, also das ist halt so eine Dystopie, so Tribute von Panem-mäßig. Sie gehört halt so zur Republik und zur Herrschergesellschaft und er gehört halt eigentlich zu den Rebellen. Und ja, die haben halt schon einige Abenteuer bestanden zusammen. Und ich bin halt gespannt, wie es ausgeht. Und ich hoffe, das geht nicht traurig aus. Ich habe Angst.
Und dann höre ich natürlich noch ein Hörbuch. Wie immer. Das habe ich natürlich jetzt gerade nicht da, weil ich es verliehen habe. Aber ich höre tatsächlich, jetzt mal stellvertretend, den zweiten Band. Und zwar höre ich den dritten Band von Mary Pearson, von der verbliebenen Saga. Und zwar höre ich den doch wieder als deutsches Hörbuch. Ich habe zwar den englischen dritten Band hier gehabt, aber irgendwie bin ich da nie zugekommen. Und dann habe ich gedacht, ach, komm, jetzt gehst du zu Audible und holst dir halt den halben dritten Band auf Deutsch. Und da habe ich auch schon reingehört und bin auch sehr froh, weil der zweite Band auch wieder mit einem Cliffhanger geendet hat. Also das ist der Cliffhanger. Lass dich die ganze Serie. Genau, aber auch sehr gut. So, das war mal mein kurzes Reading. Ist mal wieder irgendwie was teilweise anderes geworden als gedacht. Bei manchen Büchern, also ich finde die bemerkenswert gut, Alter. Also ich von den allen, die ich jetzt so gezeigt habe, muss ich sagen, gefallen mir eigentlich alle gut. Ich könnte alle jetzt weiterlesen. ja, aber da werde ich ja am Ende des Monats wahrscheinlich noch was erzählen, wie ich die Bücher so fand, wenn ich sie zu Ende gelesen habe. Deswegen sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.